Ach, hier ist was. Weil da ist eine Fackel. Ernsthaft? Bin ich da hingestoßen, wo jeder rumgelaufen ist, oder was? Ja, also ich habe Höhle gefunden. Aber hier ist alles voller Fackeln. Ne? Yes. Aber what the fuck? Ja gut. Aua. Hier ist anscheinend. Ist hier schon mal wer gewesen? Ich. Genau auf Peters Dings hier gestoßen. Peters Spuren. Und gucken, wo wir am Ende da rauskommen. Es wäre halt super, wenn wir irgendwo noch eine neue Höhle finden würden, ne? Hm. Echt ganz cool, ne? Vielleicht gehen wir einfach mal woanders runter. Das ist alles Bullshit. Hm. Eigentlich keine Lust, nochmal Peters Höhle nochmal durchzulaufen, um dann festzustellen, dass er alles mitgenommen hat. Ja, wir wollen alles mitgenommen haben, aber vielleicht hat er halt irgendwo eine Abzeugung übersehen oder so. Ah, hier ist man bei Tobi im Keller dann. Na ja, gut. Nice! Ist nicht so gut. Also, wir waren nicht da, wo Peter rumgelaufen ist, sondern bei Tobi im Keller. Im Prinzip. In den Ausläufen. Erst eine Höhle suchen und landet nur im Keller. in den Ausläufen von Tobis Keller sind wir gelandet. Ja, toll, ne? Ist es Nacht? Not as planned. Fuck. Geht mal ins Bett, alle mit uns. Wie soll ich jetzt hier ins Bett gehen? Keine Ahnung. Magic Bed oder was? Ich finde, kann ich mehr raus. Es ist lost. Ja. So, jetzt bin ich wieder in irgendeinem Riss. Und sowas? Nein. Ach, kacke ist ja. Du bist nicht rausgelaufen, Chris, oder nicht? Was? Ich bin mehr bei Fleisch. Toki im Bett. So, na, da bin ich jetzt nicht. Ja, hier ist ja auch ganz mehr frei. Gut. Soll ich jetzt einfach mal so lange warten, bis es wieder Tag ist? Ich bleib einfach die ganze Zeit da liegen, das wird aber eine super Folge da. Ne, das ist doch alles doof. Wo sind denn meine Heimkehrknochen? Falsches Spiel. Ja. Vor allem musst du halt sowieso in die Burg, ne? Also. Ja, toll, ne? Macht's jetzt nicht unbedingt besser. Oh, hier ist es noch ziemlich dunkel. Wo bist du denn überhaupt? Du bist ja ein paar Mal falsch abgebogen, oder was ist passiert? Das ist durchaus möglich. Okay, pass auf, wir machen jetzt, wir rennen gleich einfach irgendwo in eine Pampa oder suchen wir da eine Höhle, ne? Ja, das ist ja schön, aber dafür müsste ich trotzdem erstmal rausfinden. Ja, gut. Also. Aber wir waren legit zwei Ecken von Tokis Keller weg. Ja. Kann ja auch sein. Das ist ein riesiges. Das siehst du auch. Das kannst du überhaupt nicht verfehlen auf der Map. Ja, wenn ich das sehen würde, dann wüsste ich ja, wo ich hin muss. Aber. Wenn das Wörtchen aber nicht wäre. Das ist so ein gigantisches Gitternetz. Oh. Ach, Kapp ist hier. Wie komme ich denn? In der Mitte ist. Was sind denn deine Koordinaten? 190, 24. Und hier geht's hoch. Und. Okay, also. Vernünftig wären 93, 11. Ja, gut, da bin ich vielleicht ein bisschen weit von weg. Was ist das hier für ein Wabern? Ist hier irgendwo. Ach, hier ist irgendwo das Stingy-Tor, ne? Vermutlich, oder? Gib
man auch Fane mittlerweile wieder. Hä? Oh, Fane, KDU Rush, what the fuck? Eigentlich nicht, oder? Nein, hab ich schon was verpasst. Ich nicht. Okay, gut, GG, Andybot, keine Ahnung von der ADQ. Ich glaube, ich komme hier wieder hoch. Nice. Bin on my way. Ja, gespannt, wo du dann gelandet bist. Hm? Oder auch nicht. Ich bin jetzt hier wieder. Ich bin wieder in einem Riss drin, ach nee. Was? Ja, dass ich hier sinnlos im Bett liege, what the fuck, ey. Was seid ihr eigentlich? Bobs. Ich mach mal den Bobs, keine Ahnung, Chris hat mich halt auch einfach eiskalt abandoned, weißt du, ne? Ich hab Bescheid, wenn es morgen ist oder wenn Lukas mal rausgefunden hat. Wie wir uns halt einfach gesplittet haben. Ja, ich denke mal, das werde ich auch wieder schön rausschneiden. Meinst du, das war zu lange im Bett liegen, ist nicht so spannend. Nicht wirklich. Wie komme ich denn überhaupt hier wieder raus? Bitte, was hast du für eine Scheißkonstruktion gemacht? Peter mal verklagen so. Du Text wieder in Protokoll. Kannst du natürlich versuchen. Ach, ja, war nicht. Was ich jetzt mache, ich bulle mich einfach nach oben. Totes Bucherei hier. What the fuck? Jetzt die ganze. Aber wo ist Oberfläche so? Bildet fucking Text. Koordinatentechnisch? 293. Was? Lukas macht jetzt einfach erstmal. In Ernst? Ich bin noch 53. Das ist die letzte Koordinate, ne? Ja. Die letzte Koordinate ist nicht die Höhe. Die zweite ist die Höhe. Die zweite ist die Höhe? Ja. Dann ist 65. Ja, das ist ja easy. Dann bist du ja noch viel, viel weiter weg, als ich dachte, weil ich hab dir die ersten beiden gesagt. Ah, guck mal, hier ist doch schon wieder Erde. Ich komme jetzt irgendwo raus, wo ich nicht rauskommen möchte. Okay, ich habe keine Ahnung. Doch, da bin ich. Hä? Ja, aber man, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Nice, und es ist Nacht. Nice. Ja, wenn du mal ins Bett gehen würdest, dann wäre nicht mehr Nacht. Du hättest schon gar keine Lust mehr im Bett liegen zu lernen. Nee, ich wollte irgendeinen Punkt in meinem Garten rumlaufen. Ich dachte schon, du kannst halt irgendwie rausgekommen. Ich wollte schon sagen, ja, wahrscheinlich. Also, hast du das Loch wieder zugemacht in den Keller da rein? Also komplett zu, sodass es wieder so aussieht wie vorher? Okay. Nein, ich nicht. Was? Nein. Hm? Ich? Nee, du hast das Loch gegraben, du Mongo, Alter, nicht Chris. Ach denn. Der ist irgendwo ganz woanders hingelaufen, Tobi. Der ist nicht in deinen Keller gelaufen. Das hätte er wahrscheinlich auch geschnallt. Ich weiß es nicht, bei Lukas. Ich bin bei Sprucewood. Ist das nix? Oh mein Gott, bin ich Zombie. Alter! Und Mama. Ist dich. Ja, Mann, ich. Oh mein Gott. Warum ist das nicht so geil gerade oberhalb der Welt? Wo ist denn. Wo bin ich denn jetzt hier? Kannst du doch an deinen Last Death Waypoint orientieren, oder hast du den nicht drin? Ja, den hab ich gelöscht. Halt lösche ich immer wieder direkt, wenn ich meinen Zugang habe. Das ist natürlich gut. Ist ja auch kein Waypoint auf die Burg gesetzt oder so, ne? Nein. So Orientierung auch. Ist ja useless. Ah, so, korrekt. Erfasst. Ich hab erfasst, dass deine Es wird aber gerade hell, wenn das einer fährt. Ja, das nützt halt auch nichts, weil wie wollen wir zusammen rumlaufen, wenn du nicht weißt, wo du bist? Nein, es ist halt. Oberhalb. Nicht mehr unterhalb. Glückwunsch. Fuck you. Aber jetzt in die richtige Richtung. Dann gib mir doch mal deine Koordinaten, das wird vielleicht auch schon mal helfen. 93, 65, 301. 101? Ah, nicht ins Menü gehen. Ja, das ist halt ein Sort. In die Richtung.
Ah, oh Mann, so viele fucking Zombie-Dudes. Piss dich in den Graben. In den Graben mit dir. Hast du hier einen, Wassergraben? Oder was baust du hier? Ich kann mal überlegen, ob ich Wasser oder Lava reintun könnte. Dann quasi darüber so ein Blasting, aber vielleicht auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich meine meine Magen alle 2 Sekunden, weiß nicht, was ich machen will. Ich bin Tilted, die Lukas Noob, Rita, Resident Sleeper. True Story. Ah, komm, ich hab eine Höhle gefunden. Okay. Ich kann's wieder. Schaffst du das jetzt vielleicht mal hier hin? Was waren die Koordinaten nochmal? Jetzt sind meine Koordinaten 95, 67, 324. 307? 24. Oh. Noch viel weiter in die Richtung. Ja, ach, hier, hier ist meine Farm. Nice, ich hab eine Farm gefunden, ne? Ich weiß nicht, wo ich bin. Glückwunsch. Soll ich mal zu dir kommen? Ja, komm doch mal zu mir. Aus dem Teil mal. Da. In der Lage noch. Bist du jetzt oben bei der, also bei deiner Farm oben? Ich bin da runtergejumpt. Okay. Weil wir sollten ja jetzt hier in eine Richtung laufen, ne? Naja. Ich würde sagen da. Was denn überhaupt? Westen ist das. Ich will nach Westen laufen. Kommst du mit? Wo bist du denn? Ja, hier! Kleiner Kick. Auch schon häufiger mal lang gelaufen, aber es ist so semi-spektakulär. Unspektakulär. Also, eigentlich ist es wenig Speck. Und auch wenig takulär. Machst du Follow-up gerade? Bist du? Ich weiß. Ich hab schon überlegt, dich einfach sterben zu lassen. Ist hier irgendwas? Nee. Nicht so höllenmäßig. Einfach, das ist uns aber auch schon mal aufgefallen in der Welt hier. Es ist einfach nur eine sehr unfassbar viel groß Ebene einfach. Ja. Einmal straight up Ebene. Also da, wenn wir jetzt in die Richtung laufen, das ist Dorf. Das heißt, wir laufen jetzt mal in die Richtung. Ändern jetzt mal den Plan ein bisschen. Ich weiß nämlich, ich erinnere mich, dass ich auf meinen Streifzügen schon was gesehen habe, was höhlentechnisch recht interessant aussah. Mehr allerdings auch nicht. Felix, da reite ich auch runter, ne? Interessant. Hm? Weiß ich nicht. Also das hier ist sehr uninteressant, das kann ich dir aber schon mal versprechen. Das ist sehr unangenehm. Reingesprungen? Nee, ich bin woanders reingesprungen. Alter, was ein Loch, Alter. Oh, das ist ja, das sieht nicht so schlecht aus. Nein. Ich hätte schlimmer treffen können. Und Spaß, unter Tage habe ich so komische Lichtbugs. Der Shit. Kenn ich. Sollte, wenn ich aufnehme, nicht unter Tage sein. Thank you so much. Oh, hier ist ein Spawner. Warte, auf mich. Warum hast du denn die Wasserquelle nicht zugebaut? Was? Ah. Und zwar ein Spinnenspawner, glaube ich. Ja. Hast du gerade so lange echt nach deinem Schwert gesucht? Nein. Erstmal alles looten. Oh, Gold Horse Armor. Ja, hab ich auch. Nice. Ah, eine Schaltplatte. Cool. Schaltplatte, ja, ich räum das mal aus hier, ne? Hat dir auch was Interessantes? Ja, ein Horse Armor halt. Horse haben wir auch noch gar nicht gesehen. Ja doch, ich hab mal Maultiere gesehen. Bei meinen Streifzügen. Okay, ich würde sagen, wir nehmen den Moosstein mit. Moosstein? Ja.
Was machen wir mit Moosstein noch? Für Kellerbauten. Ah, Eisen. Auf was denn das wäre? Das ist mein Lieblingsstein für Keller. Und Kerker und so Sachen, weißt du? Das sieht einfach dann ein bisschen. Enten kann man auch in eine andere Richtung gehen, weil da vorne schien ja ziemlich Dead End zu sein. Will die Truhen auch mitnehmen? Nee, oder? Das ist nur unnötig Inventarplatz. Holz ist jetzt nicht unbedingt unser Problem. Wo bist du am Rumkraxeln? Ich bin wieder in diesen Verzweigungen in der Mitte gegangen. Also. Ja. Da geht's auch runter, ne? Ja. Und hier geht's hoch. Ja, da kommen wir her. Wie geht's zur Seite noch? Hier ist Dead End. Dead End mit ohne Ressourcen.